Ich begrüße Sie herzlich. Es freut mich sehr, heute hier zu sein und Sie in Ihrem neuen, wunderschönen Gebäude willkommen heißen zu dürfen. Basel ist eine multikulturelle Stadt. Unsere vielen religiösen Gemeinschaften üben ihren Glauben hier frei aus und arbeiten in Eintracht zusammen. Sie halten in der Tat die Heiligkeit der religiösen Toleranz in Ehren und bringen sie durch ihr gelebtes Beispiel auch in anderen hervor. Dadurch helfen sie, die Flamme der Achtung der Religion in unserer Stadt am Leben zu erhalten. Ihr Gründer Ron Hubbard sprach einmal von einem Weg zur Stärke und er sagte auch, trotz allem zu lieben, ist das Geheimnis von Größe. Und es mag sehr wohl das größte Geheimnis dieses Universums sein. Nun, möge diese Kirche ein Symbol der Toleranz und des Friedens sein und auf diese Weise seine prophetischen Worte verkörpern. Sie wissen, viele der größten Wunder in der Medizin wurden durch Zufall entwickelt. Und ein Wunder war es auch, dass ich CCHR fand und damit die entschlossenen Scientologen. Es war auf den Straßen der Schweiz, wo ich den berühmten roten und schwarzen Informationsständen von CCHR zum ersten Mal begegnete. Auf denen stand groß: Psychiatrie zerstört Leben. Und ich sagte mir, die denken und reden genauso wie ich. Ich sprach mit euch und sofort erkannte ich wirklichen Mut. Ich habe gesehen, dass sie sich nicht zurückziehen, wenn es darum geht, für Freiheit und Gerechtigkeit zu kämpfen. Und sie verdienen meine größte Hochachtung, weil sie den Mut haben, einer ganzen Nation die Augen zu öffnen. Ja, ich bin wie ihr alle ein überzeugter Anhänger positiven Denkens. Es ist dieses positive Denken, das für jene bezeichnet ist, die im Leben Erfolg haben, ungeachtet ihres Zuständigkeitsbereichs. Gegen solche Leute die feste Überzeugung und den Glauben, dass sie am Ende gewinnen können und werden. Ich sage dies hier in Basel, dass ich weiß, dass dies zu den grundlegenden Prinzipien der Scientologie gehört. Ein Bravo für dieses wunderschöne Gebäude. Gemäß dem großartigen Buch Ihres Gründers, Der Weg zum Glücklichsein, ist heute für die Basler die Buchfelder Straße zum Weg vom Glücklichsein geworden. Mögen die vielen Menschen in Basel dem Weg des Glücklichseins folgen und jeder ihrer Träume verwirklichen.